So, hier fahren wir gerade von diesem Campingplatz oder dem Stellplatz in Bergen ab. Hier kann man also mit der Linie 1 in wenigen Minuten in die Stadt fahren. Ja. Und wir lassen aber jetzt Bergen liegen und fahren Richtung Voss. Eine schöne Strecke. Hinter dir fahren welche, weil ich finde das so cool. Hier kann nicht halten. Oh, Richard.
Macht das Spaß? Das ist Norwegen, dann kommst du um eine Kurve und schon ist der Nebel da. Das ist die Brücke, die darüber geht, nach Füchse. Ist man da drüber? Ja. Jetzt gibt es erstmal wieder ein bisschen einen kleinen Schauer. Über diese Brücke müssen wir fahren. Ampelrot.
hier sitzt der Laubfrosch. Ende. Autopass. Schönstes Wetter. Kölner.
ist denn? Ein Opel hier. Nach Voss. Jetzt geht es in Richtung Voss weiter. Jetzt kommt Siebenhardanger wieder. Das ist auch ein sehr schönes Gebiet. Hardanger und Hardanger wieder. Da brauchen wir nicht hin, da fahren wir weiter. Hier geht die Fähre von Utne. Wo geht die hin, Elke? Auf die Rechtsbahn. Ja, die geht auch. Zum einen geht sie hier hin, nach Quandal. Ja, auf unserer Seite. Und von Utne geht noch eine nach Kinsarvik. Der Strecke von Granwien nach Voss.
Und den Voss werden wir sicherlich heute Endstation haben, oder? Ja. Ja. Thank you.
nimmst mal runter. Hier, warte, probier ich das mal hier. Das ist die Einfahrt nach Voss. Jetzt werden wir uns hier mal einen schönen Stellplatz suchen. Ja, das ist unser Übernachtungsplatz und unsere Aussicht vom Wohnmobil aus auf den Fjord. Eine sehr schöne Stelle. Das ist hier der Platz kurz hinter Voss. Das ist die Fahrt jetzt von Straume zurück nach Dahle. Nach Dahle bzw. nach Voss. Eine sehr schöne Strecke am Fjord entlang. Aber da kannst du doch mal sehen, dass die Fjorde unterschiedliche Höhe haben. Der fließt doch nach Leiden ab. Und dann noch Film, das ist frech. Michael, lass das. Ich finde das unverschämt. Du findest das nachher schön, wenn du das siehst. Nee, das finde ich nicht schön. Was du alles geleistet hast.
Strommasten. Dann wieder links ab nach Voss nach Voss, ja. Haben die auch.
Und da unten tobt der Bach. Ja, Team. Und die Lage ist auch so. Die Lage. Okay, ja. Ja, Jingle, ich war ja nicht in der Jingle. Oben beim Schnee. Beginnt in Irdal, 866 Meter über dem Meer und führt hinunter nach Flom am Aurlandsfjord. Die Flombahn ist 20 Kilometer lang und die Fahrt bis Flom dauert etwa 60 Minuten. Für Ihre eigene Sicherheit möchten wir Sie bitten, unsere Sicherheitsinformationen ins Buch zu lesen. Diese finden Sie am Ende jedes Wagens.
wir den Wasserfall Rioandafossen mit einer freien Fallhöhe von 150.
Kirche ist 1859 erbaut. Der schläft jetzt ein bisschen. Komme ich gleich nochmal. Weich ich aus. Weichst du aus? Hier müssen wir auch gleich rauf.
muss der Motor laufen lassen. Der geht schon wieder. Ja, ja, geht schon wieder. Komm. Meter hoch sind wir gerade. Der Höhenmesser hat es angezeigt. Totaler Nebel. Wenn wir rauskommen. Wenn wir rauskommen, ist sicher totaler Nebel. Ja, und so sieht das nach dem Tunnel aus. Hier ist ein bisschen Suppe. Nebel. Jetzt sehen wir nichts mehr. Oh. Naja. Es wird schon gehen. Die Hand werden wir noch vor Augen sehen. Heißt ja. Skiing, das ist doch ein Fjord. Das kann man mal set.
können wir dann morgen machen. Ja? Eine weitere Sehenswürdigkeit von Wick ist die Steinkirche zu Hofe. Der schlichte romanische Bau entstand ausgangs des 12. Jahrhunderts. Schöne Portale.